Am 24. März 1968 um 2.16 Uhr rammte der atomgetriebene Eisbrecher Northwind einen Eisberg. Das Schiff wurde am Bug und an Steuerbord stark beschädigt, was zur teilweisen Überflutung des dritten Decks und zur Beschädigung des Krans auf dem rechten Achterdeck führte. Niemand wurde verletzt. Das Schiff schwimmt noch. Die Reparaturen sind angelaufen und könnten bis zu einer Woche lang dauern. Was war geschehen? Wir begegneten dem Eisberg 3 Stunden früher, als ich erwartet hatte. Wie konnte das geschehen? Wie konnte ich so einen Fehler machen? War es einer jener Momente im Leben, wenn die Natur dir eine Lektion erteilt und man erkennt, dass selbst der erfahrenste Routengänger scheitern kann?